Kommt das Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf deutschen Autobahnen über diese Hintertür? Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesem Video will ich eigentlich, ich denke, ich kann es nicht verhindern, nicht die Diskussion zu dem wohl brisantesten Thema der letzten Jahrzehnte neu starten, nämlich soll es ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen geben oder nicht. Der Schwerpunkt dieses Videos soll darauf liegen, dass ich hier aufgrund einer Zeitungsmeldung eine Hintertür geöffnet sehe, durch die sehr wahrscheinlich in absehbarer Zeit das Tempolimit von 130 km pro Stunde auf der deutschen Autobahn kommt. Bevor wir uns genau den Hintergrund dieser Entscheidung anschauen, muss ich ganz kurz den Deutschlehrer raushängen lassen, denn hier geht es um zwei wichtige Worte, die unterschiedlich sind, die im allgemeinen Sprachgebrauch aber sehr gerne in einen Topf geworfen werden. Und das sind grundsätzlich und generell. Generell bedeutet ohne Ausnahmen. Also wenn es ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt von 130, dann gibt es keinen einzigen Meter, auf dem man schneller als 130 km pro Stunde fahren darf. Wenn von einem grundsätzlichen Tempolimit gesprochen wird, dann gibt es Ausnahmen. Dann gibt es zum Beispiel Streckenabschnitten, auf denen man schneller fahren kann. Also das ist ganz wichtig. Grundsätzlich und generell werde ich in diesem Video ganz bewusst unterscheiden. Aber worum geht es jetzt im Detail? Ganz einfach. Der Verkehrssicherheitsrat fordert ein Tempolimit mit Ausnahmen. Bisher ist es so, dass es überall, wo es keine Ausnahme gibt, möglich ist, so schnell zu fahren, wie das Auto fahren kann auf der Autobahn. Das heißt, jede Abweichung von dieser Regel muss gerichtsfest begründet werden. Wenn zum Beispiel 120 durch eine Stadt gefahren werden kann, also wenn die Autobahn durch eine Stadt fährt, muss begründet werden, warum man hier nur 120 fahren darf und nicht unbeschränkte Geschwindigkeit gilt. Jetzt hat der Verkehrssicherheitsrat das Ganze umgedreht und hat gesagt, grundsätzlich ist es so, dass ein Tempolimit von 130 km pro Stunde auf der Autobahn gilt. Wenn mehr als 130 km pro Stunde gefahren werden können soll, dann muss gerichtsfest diese Ausnahme begründet werden. Zum Beispiel, dass dieser Autobahnabschnitt besonders sicher ist, dass es keine Lärmbelästigung gibt und, und. Also man muss sozusagen, wenn die Geschwindigkeit erhöht werden soll über dieses Limit, dann entsprechend den Weg gehen, der bisher erforderlich gewesen ist, um ein Tempolimit einzuführen. Das ist also eine deutliche Kehrtwende und auch eine Hintertür, denn wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung dieser Entscheidung folgen würde, würde es ja bedeuten, dass sie kein generelles Tempolimit von 130 km pro Stunde einführt, sondern ein grundsätzliches Tempolimit von 130 km pro Stunde, sodass es immer wieder noch irgendwelche Ausnahmen gibt und man sagen kann, ja, aber hier kann man zum Beispiel schneller fahren, eine bestimmte Geschwindigkeit oder auch vielleicht unbeschränkt. Das ist natürlich noch nicht ganz klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich dieser Verkehrssicherheitsrat? Und in diesem Verkehrssicherheitsrat sind 200 Mitgliedsorganisationen. Das ist ein sehr heterogenes, also sehr gemischtes Feld von den Automobilclubs über die Politik, die Autohersteller und. Also es ist wirklich ein sehr heterogenes Feld und insofern gab es natürlich auch in diesem Verkehrssicherheitsrat einige Gegenstimmen gegen dieses Tempolimit. Aber warum das Votum dieses Verkehrssicherheitsrats so entscheidend ist, kommt aus der Vergangenheit. Denn die aktuelle regierende Koalition hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie sich oder dass sie diesem Votum vom Verkehrssicherheitsrat folgen werden. Insofern erwarte ich, dass in absehbarer Zeit das grundsätzliche Tempolimit von 130 km pro Stunde auf den deutschen Autobahnen eingeführt wird. Wann wird das sein? Das weiß man natürlich nicht. Denn wenn wir in die Vergangenheit schauen, hat der Verkehrssicherheitsrat, ich glaube, so vor um 9 Jahren rum auch schon ein Tempolimit von 80 km pro Stunde für die Landstraßen ausgesprochen. Und wie wir wissen, ist das bis heute nicht in Kraft getreten. Aber was ganz deutlich wird durch diesen, ich sag mal, Kunstgriff, dass man sagt, ja, es gibt ein grundsätzliches, also ein Tempolimit mit Ausnahmen, kann man natürlich auch die Gegner des Tempolimits hier mit einbinden und sie dazu bringen, diesen
Kompromiss, diesem Vorschlag zuzustimmen. Und insofern denke ich, dass dadurch erstmals in der Geschichte des Kampfs um ein Tempolimit oder nicht auf deutschen Autobahnen hier ein Weg geöffnet worden ist, der dann auch zu einer Umsetzung führt. Ja, soweit von meiner Seite, heute ganz kurz. Ich freue mich über eure Kommentare, Anregungen oder vielleicht auch eure persönliche Einschätzung zum Thema Tempolimit. Wenn ihr das Video gut fandet, gebt ihm einen Daumen hoch, teilt es, damit weitere über diese Hintertür informiert werden. Und wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr das werdet. Das geht ganz einfach. Klickt hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stellt die Benachrichtigung ein, denn so kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.